Ihr habt bereits ein Fahrzeug mit Android Auto oder Apple CarPlay System, allerdings noch die ältere kabelgebundene Version. Und ihr findet es lästig, da jedes Mal das Handy ans Kabel anstecken zu müssen, um das System zu nutzen. Dann habe ich heute ein richtig gutes Produkt für euch, das das Ganze kabellos macht. Aber das Gerät kann auch wesentlich mehr. Es könnte zum Beispiel auch YouTube-Videos im Auto abspielen, gleichzeitig auch eure Lieblingsserien von Netflix streamen. Und es geht noch besser, es kann sogar das kleine Display von eurem Handy auf dem großen Display vom Auto darstellen, also wirklich komplett spiegeln. Eine richtig geniale Sache. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich zeige ich euch, um was es geht. Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Produktvorstellung. Und heute habe ich wirklich was Geniales, was ich euch vorstellen darf. Und zwar hatten wir ja schon einige Videos zum Thema Android Auto und Apple CarPlay hochgeladen. Und da waren auch einige Videos dabei, wie man so ein bisschen das System erweitern konnte mit Funktionen, die eigentlich nicht vorhergesehen waren. Allerdings gab es dann immer wieder so Restriktionen und Grenzen, gerade auch für die iPhone-User. Und deswegen haben wir heute mal ein Produkt für euch, alles vereint, das alles kann und alle Nutzer von euch auch miteinander kombinieren können. Und das ist diese kleine Box hier von der Firma Ottocast. Das Produkt selber heißt Play-to-Video, also eine sehr, sehr leistungsfähige Box. Ich komme gleich noch dazu. Und dazu gleich am Anfang auch. Ich habe wirklich lange gesucht, bis ich das passende Produkt gefunden habe. Und diese Box haben wir uns auch selber gekauft. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle auch noch zu sagen, wurde also nicht irgendwas kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, alles, was ihr heute hört, ist also meine ehrliche Meinung und natürlich auch meine Erfahrung zu dieser Box. Wir schauen uns im Laufe des Videos natürlich die Box mal an, dann zeige ich euch aber auch, was das Gerät kann, wie es denn einzurichten ist, dass das für euch auch alles nachvollziehbar ist. Als erstes werfen wir aber mal einen Blick hier rein und ihr seht schon, es ist gar nicht allzu groß. Und wir schauen uns mal die Schachtel noch kurz im Detail an. Vorne habt ihr jetzt schon mal gesehen. Da haben wir an der Seite hier noch so ein paar Informationen. Ich hatte es ja auch gerade schon angeteasert. Netflix, YouTube, USB, Multimedia, Wireless, Apple CarPlay und Android Auto sollen also möglich sein. Hinten noch ein paar Informationen, aber so viel steht da ehrlich gesagt gar nicht drauf. Deswegen hätte ich gesagt, schau mal gleich mal rein. So, ich mache mal den Deckel auf. Es erwartet euch dann nur einmal eine kleine Anleitung in Englisch und in Chinesisch wahrscheinlich. Ist aber nicht so wild, wenn ihr das Video gesehen habt, ist das relativ einfach. Da braucht ihr also keinen Diplom abgeschlossen zu haben. Hier noch ein bisschen Werbung. Es gibt übrigens auch eine App von dieser Firma, die man dann speziell für dieses Produkt runterladen kann. Da sind dann auch einige Tutorials drauf, wie man zum Beispiel eben auch das Gerät einrichtet, Firmware-Updates macht und. Wie gesagt, hier in diesem Video werde ich euch sowieso das Wichtigste zeigen. Dann gibt es noch so eine kleine weiche Lasche und hier seht ihr schon das erste Mal das Produkt ganz schick gemacht, hier mit so einer leichten Carbon-Optik. Ich hole es mal raus, damit ihr mal einen Vergleich habt zu meiner Hand. Ja, ich würde sagen, ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und ziemlich flach, ziemlich leicht, hat zwei Anschlüsse, einmal einen USB-A-Anschluss auf der einen Seite und einen USB-C-Anschluss auf der anderen Seite. Der USB-A-Anschluss, der ist dafür da, um zum Beispiel einen USB-Stick oder eine Tastatur anschließen zu können. Und der USB-C-Anschluss, der ist dann dafür da, um es mit dem Auto zu finden. Da gibt es zwei Kabel, die schauen wir uns gleich noch an. Einmal von USB-C auf USB-C für die moderneren Fahrzeuge und einmal von USB-C auf USB-A. So, ich hatte gerade auch schon angesprochen, man kann eine Tastatur anschließen. Das ist ein ganz wichtiges Thema an der Stelle, fällt mir gerade ein. Und zwar hatten wir auch häufiger das Problem, dass zum Beispiel bei Kunden ohne Touch-Display eben dann diese Boxen nicht richtig funktionieren. Und das ist eben bei dieser Tastatur bzw. bei diesem Gerät mit Tastatur dann eben möglich. Zeige ich euch auch nachher im Video. Wir schauen mal noch eine Etage tiefer hier. Und zwar haben wir hier unten noch ein kleines Element drin, das übersieht man ganz gerne. Und da sind eben diese zwei Kabel drin, von denen ich gerade gesprochen habe. Schöne kurze Kabel, damit das nicht so viel rumliegt. Hier das eine CC und das eine von C auf A. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste hier an dieser Stelle. Ganz kurz erklärt, hier innen drin ist im Endeffekt ja, ein kleines Android-Handy verbaut, also ein Prozessor, Arbeitsspeicher und so weiter. Und es ist auch ein Android-Betriebssystem auf diesem Gerät drauf. Es simuliert also, wenn man so will, ein Tablet oder ein Handy. Allerdings ist dieses Betriebssystem komplett freigeschaltet mit allen Funktionen, die normalerweise gesperrt sind. Und dadurch sind eben auch Funktionen beim Fahren und auch im Auto grundsätzlich möglich, die eben sonst nicht möglich wären. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt gleich mal am Anfang an. So, ich habe mir jetzt mal einen Mazda 6 geschnappt, an dem werden wir das heute mal ausprobieren. An der Stelle aber ganz wichtig für euch, wenn ihr jetzt keinen Mazda besitzt, überhaupt kein Thema. Diese Box funktioniert bei allen Fahrzeugen, die über ein Android Auto oder Apple CarPlay System verfügen. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, die der Hersteller selber nennt. Das ist einmal die Firma BMW. Dann haben wir bei Skoda anscheinend irgendwelche Probleme mit der Freisprechenrichtung und teilweise lese ich auch etwas von Mitsubishi. Da solltet ihr also, wenn ihr so ein Fahrzeug besitzt, auf jeden Fall nochmal ein bisschen näher nachlesen. Grundsätzlich aber für alle anderen Marken ist das System auf jeden Fall freigegeben. Ihr müsst natürlich
natürlich auch nicht nur einen Mazda 6 besitzen. Ihr könnt auch einen neueren Mazda besitzen, schon mit den breiteren und den neueren Betriebssystemen. Überhaupt kein Thema, bei Mazda funktioniert es auf jeden Fall bei allen Modellen. Dieses Fahrzeug hier hat nun auch einen Touch. Da kann ich euch das jetzt hier am Anfang vom Video einfach ein bisschen besser zeigen. Ich zeige euch aber auch dann am Ende vom Video, wie das Ganze dann eben bei Fahrzeugen ohne Touch-Display funktioniert. Lasst uns gleich mal die Box anschließen. Das ist ziemlich einfach. Ich habe die Box jetzt hier mal vorbereitet. Und ich sagte ja schon am Anfang des Videos, wir brauchen den USB-C-Anschluss. Deswegen habe ich mir das Kabel jetzt hier mal geholt. Wir stecken das hier unten rein. Da ist auch so eine Art Zugentlastung dabei, dass dieser Stecker nicht hier so schnell verbiegen kann. Und dieses Fahrzeug, in dem wir sitzen, hat noch einen USB-A-Anschluss. Habt ihr, wie gesagt, ein neueres Auto, dann kann es sein, dass ihr den kleineren Anschluss, den USB-C-Anschluss habt. Dann sucht ihr bitte den USB-Anschluss, der bei euch für Apple CarPlay freigeschalten ist. Bei diesem Auto ist es hier relativ einfach zu erkennen. Sieht man so ein kleines Smartphone und da steckt ihr dann einfach hier den USB-Stecker rein. Das Gerät ist relativ klein, verschwindet also wirklich hier selbst in der kleinsten Ablage. Man kann das Ganze ja vielleicht sogar so ein bisschen mit so einem selbstklebenden Klettband noch befestigen, dann klappert es auch nicht beim Fahren. Ja, und dann heißt es im Endeffekt Motor starten, der ist bei uns schon an, weil es momentan sehr warm ist, und einen kleinen Moment warten, bis diese Box hochgefahren ist, also gestartet ist. Bei Mazda wird jetzt hier gleich so eine Mitteilung auftauchen, die seht ihr gerade schon, die euch darauf hinweist, dass er jetzt eben ein Apple CarPlay-fähiges Gerät gefunden hat und dem muss man nun zustimmen. Da sage ich natürlich zustimmen. Das kann bei euch, bei eurem Auto natürlich auch ganz anders heißen, aber normalerweise kommt da immer irgendeine Mitteilung. Im Moment bin ich übrigens noch nicht mit dieser Box verbunden. Es geht jetzt einfach mal darum, diese Box hier überhaupt ins Auto zu integrieren. Ihr seht schon hier Play to Video, das ist also unsere Box, die wird auch gerade hochgefahren. Und mir ist schon bei einigen Modellen aufgefallen, dass gerade am Anfang es sein könnte, dass die Darstellung ein wenig verzerrt ist. Das hängt daran, wie breit das Display ist, welche Auflösung in diesem Display vorhanden ist. Und die Box versucht jetzt sozusagen erstmal die ideale Einstellung für euer Auto zu finden. Das heißt, gerade am Anfang, wenn die Box hochfährt, dauert es wesentlich länger als normalerweise. Das schaut eigentlich jetzt schon mal auf den ersten Blick ganz gut aus. Jawohl, ich habe es schon erwartet, hier kommt dann also diese Mitteilung. Das Gerät hat jetzt nun die richtige Auflösung für mein Auto hier erkannt und startet jetzt einfach nochmal neu. Sollte das Ganze bei euch nicht auftauchen, dann einfach nochmal den Motor ausmachen, anmachen und beim nächsten Fahrzeugstart ist dann die Auflösung korrekt. Warten wir also einen kleinen Moment noch ab, bis die Box wieder gestartet ist. Jawohl, das schaut doch schon ganz gut aus. Ganz kurz an dieser Stelle auch erklärt, ihr erwartet jetzt vielleicht sogar sofort ein CarPlay oder ein Android Auto. Das schaut ja ganz anders aus als dieses Display. Und da muss man dazu sagen, das ist vorgeschaltetes Betriebssystem. Das müsst ihr euch so ein bisschen wie so eine Art ja, Windows-Betriebssystem vorstellen. Hier allerdings ein Android. Und wenn ihr dann CarPlay aktivieren wollt, dann müsst ihr das eben nochmal getrennt starten. So ähnlich wie ein Programm sozusagen auf eurem PC. Und hier habt ihr dann auch den ganzen Funktionsumfang, den ihr steuern könnt mit dieser Box. Und bevor ich da einsteige, wie das Ganze funktioniert, wollen wir noch ein paar kurze und wichtige Einstellungen vornehmen und euch auch noch ein paar kleine Details zeigen. Wir gehen jetzt erstmal hier in Settings rein, also in Einstellungen. Das mache ich jetzt hier mit dem Finger. Ich könnte das Ganze aber auch hier mit dem Multicommander und dem Drehdrücksteller machen. Mit dem Finger geht es jetzt einfach ein bisschen schneller fürs Video. So, Settings. Und für alle, die schon ein Android-Handy zu Hause besitzen, ihr werdet sehen, so von der Schriftart, vom Aufteilung, das ist also eindeutig ein Android-System. Und ich zeige euch mal noch ein bisschen was, wenn wir hier unten reingehen. Das ist, glaube ich, ganz interessant auch um das System. Ich gehe noch mal ein bisschen runter hier. Das ist die Information. Ihr seht hier, wir haben hier ein Android-Betriebssystem, ein relativ altes Betriebssystem. Ich glaube, das ist absichtlich, weil eben bei diesem Betriebssystem wirklich alle Systeme freigeschalten sind, die normalerweise eben nicht freigeschalten sind. Und hier unten sieht man auch nochmal, welcher Prozessor verbaut ist. Hier haben wir also einen Vierkernprozessor, der mit 1,5 GHz arbeitet. Also durchaus ein potentes Gerät, damit auch diese ganzen Systeme flott funktionieren, die ich euch gleich zeigen werde. Lasst uns als allererstes mal die Sprache einstellen. Das ist ein bisschen einfacher, glaube ich, wenn es auf Deutsch ist. Das machen wir hier oben. Gleich der erste Menüpunkt ist Sprache, also Language. Da gehen wir gleich mal rein. Englisch ist jetzt schon mal vorausgewählt. Ihr tippt einfach hier oben auf Languages, also Sprachen, und sagt, ihr möchtet gerne eine Sprache hinzufügen. Kleinen Moment warten. Ihr könnt es jetzt hier aus diesem Menü selber aussuchen, ist relativ aufwendig. Ich gehe jetzt hier einfach auf die Lupe. Warte kurz, bis die Tastatur auftaucht. Auch das ist ein typisches Android-Tastatursymbol. Deutsch eintippen. Das seht ihr schon. So, und dann noch das Land Deutschland auswählen. Super, jetzt müsst ihr natürlich noch die deutsche Sprache als Hauptsprache einstellen. Ihr geht hier auf dieses Symbol, das sind diese drei Striche, schiebt das Ganze nach oben. Na, so, und dann seht ihr gleich, ist das Ganze auch schon auf Deutsch. Ich gehe wieder zurück. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist die Uhrzeit. 17:48 Uhr, das passt also nicht. Das stellen wir auch gleich noch ein.
Und zwar gehen wir hier in Datum und Uhrzeit. Ihr seht schon, chinesische Normalzeit, das bringt uns gerade nichts. Also gehen wir mal drauf. Ihr könnt das Ganze eben automatisch aktualisieren lassen oder hier aus dem Netzwerk beziehen. Das heißt, das System würde das immer dann aktualisieren, wenn ihr euer Handy ansteckt. Aber es ist ein bisschen einfacher, es eigentlich gleich manuell einzustellen. Ihr geht jetzt hier einfach drauf, zack, und geht hier runter in Zeitzone. Und da wählen wir jetzt einfach unsere Zeitzone aus, in der wir uns befinden. Dann geht es etwas schneller. So, wir haben ja momentan Sommerzeit, das heißt GMT plus 2. So, und dann nehme ich jetzt hier einfach mal Brüssel, zack. Und dann seht ihr schon 11.49 Uhr Uhrzeit passt. Also das ist jetzt mal eingestellt. Gut, das sind jetzt mal so die wichtigsten Sachen von den Systemen. Ich könnte euch da jetzt noch mehr zeigen, aber grundsätzlich müsst ihr da wirklich nicht viel machen. Ihr könnt euch auch noch bei Google anmelden, wenn ihr ein Konto habt. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, an dieser Stelle euch zu zeigen, was diese Box eigentlich kann. Und wir müssen natürlich noch unser Telefon koppeln. Das machen wir gleich mal. Wir gehen jetzt hier auf den Homebildschirm und gucken uns erstmal an, was wir alles haben. Ich habe das Ganze jetzt mal heute mit euch mit dem iPhone vor. Das Gleiche würde natürlich auch mit Android funktionieren. Und ich habe mein Handy auch schon vorbereitet. Als allererstes müssen wir mal mit dieser Box eine sogenannte Bluetooth-Verbindung herstellen. Denn wenn ich jetzt hier drauf drücke, das mache ich mal für euch, dann seht ihr schon hier der Hinweis, wir müssen erstmal hier mein Telefon mit dieser Box verbinden. Und dazu bräuchte man bei manchen Geräten eben den PIN-Code 4x die 0. Bei meinem iPhone ist es jetzt gar nicht mehr notwendig. Ich gehe jetzt also in mein Gerät rein. Gehe hier in den Menüpunkt Einstellungen, wie gesagt bei Android einfach ganz genauso machen. Dann gehe ich ins Bluetooth-Menü, lasse hier nach anderen Geräten suchen. Dann taucht hier direkt diese Box auf, dieser Meister-PC, das ist ein PC von uns, also einfach ignorieren. Ich tippe jetzt da drauf, zack. Warte einen kleinen Moment. Wie gesagt, bei meinem Gerät musste ich jetzt noch nicht meine PIN-Code eingeben. Und dann steht auch schon da, CarPlay verwenden. Da bitte natürlich dann bestätigen, ganz wichtig. Manchmal kommen dann noch weitere Freigaben. Das solltet ihr dann eben grundsätzlich immer akzeptieren. So, jawohl. Ihr seht schon, das Ganze hat also hervorragend und auch sehr schnell geklappt. Jetzt habt ihr diese typische Ansicht, die ihr eigentlich auch von eurem iPhone oder natürlich beim Android dann vom Android erwarten würdet. Also wirklich ganz genauso. Man sieht hier gar nicht, dass das Ganze auf einem Android-System arbeitet. Hier könnt ihr wieder diesen Multi-Commander verwenden, also da hin und her switchen. Ihr könnt natürlich auch den Finger verwenden, wenn ihr ein Touch-Display habt. Also es funktioniert komplett identisch. Es gibt noch einen Unterschied. Und zwar bei Mazda war es jetzt zum Beispiel so, dass wenn man hier auf den Home-Button gedrückt hat, dann ist man natürlich hier erstmal wieder in das Hauptmenü reingekommen. Wenn ich jetzt hier auf den Home-Button drücke, komme ich wieder in dieses Menü sozusagen rein. Also das musste man ein bisschen anders programmieren. Und wenn ich wieder in das Mazda-Menü zurück wolle, muss ich jetzt eben lange drücken, so wie vorher auch. So, und dann komme ich wieder in das Mazda-System zurück, kann hier Radiosender und was weiß ich noch alles einstellen. Und wenn ich wieder zurück will in meine Box, einfach wieder lange auf den Home-Button drücken. Das müsst ihr dann zu Hause einfach mal bei eurem Fahrzeug dann probieren, wie das funktioniert. Man könnte auch jetzt hier einfach auf Car drücken. Das wäre sozusagen dann die gleiche Verbindung, um wieder zurückzukommen. So, und das ist ganz wichtig. Also wenn ihr CarPlay verwenden wollt, braucht ihr nur eine Bluetooth-Verbindung. Der Rest stellt sich eigentlich von selber ein. Und jetzt braucht ihr nur noch das Auto morgen starten. Und schon habt ihr hier, ihr seht es ja, Wireless Apple CarPlay, obwohl das Auto das eigentlich gar nicht kann. Ich gehe jetzt hier im Detail gar nicht mehr so sehr auf das CarPlay ein, denn das ist eigentlich ein eigenes Thema für sich. Heute geht es ja um die Box, deswegen schauen wir jetzt nochmal zurück ins Menü, denn wir haben hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was wir mit dieser Box anstellen können. Und wir sehen schon hier rechts zwei Symbole. Das eine heißt Mirroring und TV-Cast. Das sind sogenannte, ja, ich sag mal Screen-Sharing-Apps, mit denen es möglich ist, euer kleines Display auf das große zu zeigen. Und da ist erstmal erster Schritt ganz wichtig, dass ihr euch wisst, wie ihr das Handy dazu umprogrammiert. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, damit das funktioniert, müssen wir die Konnektivität verändern. Das heißt, CarPlay braucht Bluetooth und Android Auto auch. Sobald ihr aber euren Bildschirm kopieren wollt, braucht ihr eine wesentlich schnellere Datenverbindung. Dazu brauchen wir WLAN. Und damit sich diese beiden Systeme nicht behaken, müssen wir jetzt erstes mal hier sicherheitshalber das Bluetooth ausschalten. Das heißt, ich gehe jetzt bei meinem Handy und mache jetzt einfach mal das Bluetooth aus. Zack. Das heißt, wir haben jetzt keine Verbindung mehr zu dieser Box. Und damit das Ganze aber auch funktioniert, müssen wir erstmal zwischen diesen beiden Geräten eine Art Wireless-Verbindung herstellen. So, das machen wir gleich mal. Ich gehe wieder in die Einstellungen rein hier. Und hier oben, da war etwas mit Netzwerk und Internet. Da gehe ich jetzt mal rein, zack. Und hier seht ihr schon, das Gerät kann also auch WLAN, ist auch ganz wichtig. Und dann muss man das hier mal anschalten. Sagt er hier nicht verbunden, ich gehe da mal rein.
Und ihr seht, dass sämtliche WLAN-Netzwerke, die hier bei uns im Moment zur Verfügung stehen, ich könnte jetzt hier auch einfach ins Firmennetzwerk reingehen, das wäre überhaupt kein Problem, dann hätte ich genau den gleichen Effekt, habe aber das Problem, wenn ich dann nachher losfahre, dass ich natürlich aus der WLAN-Reichweite raus bin. Deswegen behilft man sich hier, wir nehmen das Handy von euch als Hotspot. Das heißt also nichts anderes, dass euer Handy eurem Auto das ganze Datenmaterial zur Verfügung stellt. Und das funktioniert bei jedem Handy ein bisschen anders. Beim iPhone ist es jetzt so, da gibt es hier einen eigenen Menüpunkt, der nennt sich persönlicher Hotspot. Da gehe ich jetzt mal drauf und dann kann ich hier Zugriff für andere erlauben. Da muss ich auf diesen grünen Haken gehen und ihr dürft dort ein Passwort vergeben. Das habe ich jetzt mal hier fürs Video ganz einfach gemacht, von 1 bis 8. So, jetzt wird also hier ein WLAN-Signal ausgesendet, dass diese Box empfangen kann. Und da ist es auch schon. Ihr seht es hier, iPhone Christian. Das heißt, da tippe ich nun drauf. Ich verbinde also die Box mit meinem Telefon. Jetzt muss ich nur noch das Passwort eingeben. Das war 1, 2, 3, 4, 6, 7 und die 8. Das Passwort könnt ihr bei euch natürlich frei vergeben. Und ich gehe auf Fertig. So, verbunden. Das hat also super geklappt. Ich gehe wieder auf das Häuschen zurück. So, und ihr seht auch schon an meinem Handy, beim iPhone ist das hier oben, sieht man das, dass wir hier auch schon eine Verbindung haben. Das heißt, dass die Box sich hier eingewählt hat. Jetzt könnt ihr eigentlich das Handy auch schon wieder aus diesem WLAN-Menü rausnehmen, aber wir brauchen es gleich nochmal. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst jetzt hier schon mal auf das Mirroring drücken. Das machen wir gleich. Ich jetzt sage, ich habe ein iPhone, dann erklärt er euch, was ihr machen müsst, damit dieses Display hier auch angezeigt wird. Ich erkläre es euch ganz einfach. Ihr geht hier rechts von oben nach unten und dann gibt es hier diese Funktion, seht ihr dieses Symbol, das sollen zwei Bildschirme darstellen. Und da tippt ihr bitte drauf, das nennt sich Bildschirmsynchronisierung. Und dann taucht jetzt dieses ZJ AirPlay auf, das ist genau diese App, die wir jetzt hier drauf haben. Und wenn ich da drauf tippe, dann seht ihr schon mal das Display. Dauert einen klitzekleinen Moment. So, also das ist jetzt sozusagen die Kopie von meinem Handy-Display. Und ich versuche das jetzt hier gerade mal zu stoppen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja Mensch, das ist aber schade, das ist ja viel zu klein, ich kann da kaum was erkennen. Ja, das kann man natürlich auch quer machen. Allerdings funktioniert das eben nur bei bestimmten Apps. Das kann man jetzt zum Beispiel bei dem iPhone nicht machen. Bei eurem Handy könnte es vielleicht funktionieren. Aber ihr könnt jetzt alle Apps, die ihr auf dem Handy habt, inklusive Fotos, WhatsApp, was auch immer, öffnen und natürlich bedienen. Ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal hier in YouTube rein und starte mal ein Video von uns. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier. Und ihr seht schon, ich tue jetzt hier das einfach mal starten. Ihr habt vor, dieses Jahr oder in den nächsten und Jahren jetzt drehe ich das Ganze mal quer. Dann solltet ihr unbedingt dieses Video schauen, na? Denn es gibt eine neue EU-Richtlinie, die es wirklich in sich hat. Und es betrifft alle Fahrzeuge teilweise jetzt schon. Also das funktioniert wirklich hervorragend. Und das Ganze funktioniert natürlich auch beim Fahren. Die Datenverbindung ist natürlich wichtig. Das heißt, jetzt wird euer Mobilfunktarif genutzt. Das heißt, es zieht entsprechend Datenvolumen von eurem Volumen ab. Also da ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr wirklich ausreichend Datenvolumen habt, weil gerade Videos zum Beispiel eben sehr viel Datenvolumen brauchen. Ihr könnt, wie gesagt, noch wesentlich mehr damit machen. Alles, was jetzt hier auf diesem Display ist, wird dann auch hier erscheinen. Ist eine ziemlich geniale Sache. Sehr, sehr mächtig, was man damit alles anstellen kann. So viel mal zum Kopieren des Bildschirms. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Android. Bei denen heißt das gleiche System dann eben TV-Cast. Also auch nichts anderes als eine Kopie eures Bildschirms. Und wenn ich jetzt mit WLAN schon verbunden bin bei diesem Fahrzeug, können wir theoretisch auch nicht nur das Display spiegeln, sondern wir können auch direkt in YouTube reingehen, denn wir haben eine eigene App hier, mit der wir YouTube starten können, weil das eben so häufig benutzt ist. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwo beim Einkaufen seid, der Partner ist irgendwie einkaufen, ihr denkt euch, Mensch, ich habe keine Lust, ich bleibe im Auto, schaue ein bisschen YouTube-Videos, ist das jetzt ab sofort gar kein Problem mehr. Ihr könnt hier einfach wie in YouTube normal einfach auf Suchen gehen. Sucht euch raus, was ihr Lust und Laune habt. Ich suche mal nach Schuster Automobile. So, da ist es auch schon. Zack. Muss man hier noch schon ein bisschen scrollen. Da ist unser Kanal. Hängt jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen von der mobilen Datengeschwindigkeit ab. Je schneller euer Handy da Empfang hat, desto besser und desto schneller ist das Ganze. Hier auf Videos gehen, so wie ihr das im Endeffekt auch kennt. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel euch ein Video angucken. Gar kein Thema. So, ihr seht schon, also bequemer geht es glaube ich gar nicht. Kann man sich jetzt hier ganz entspannt ins Auto reinhocken und einfach ein bisschen Video schauen, ohne dass man jetzt irgendwas viel mit dem Handy machen muss. Und man könnte hier anscheinend auch noch irgendwie zoomen oder so. Das steht hier. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wirklich eine coole Sache. Ich habe das jetzt schon mehrfach ausprobiert. Macht richtig Spaß. Und ich sagte am Anfang auch, man kann sogar eben Netflixen.
wenn man so ein bisschen so ein kleiner Seriensüchtling ist, wie ich teilweise, auch das ist kein Thema, geht einfach auf Netflix, braucht ihr diese Datenverbindung, startet hier die App ganz kurz, ihr müsst natürlich eure Zugangsdaten eintippen, funktioniert wirklich hervorragend. Ich habe das Menü genauso wie zu Hause, ihr könnt dann die Personen auswählen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ja, mehrere Personen eingespeichert habt. Hier will er zum Beispiel für mich noch ein Update machen, da kann man jetzt hier einfach sagen, ja okay, na klar, lass doch gleich mal die App updaten, also das funktioniert auch hervorragend, macht das Auto von selber. Und dann, wenn es eben installiert ist, dann kann man nochmal in Netflix rein. Schauen wir mal, ob es schon geht. Jawohl, passt. Und hier würde man dann eben ja, seine Zugangsdaten machen. Das erspare ich mir jetzt, weil ich bei Netflix nicht so ganz sicher bin, ob ich das euch alles zeigen darf hier, also aus rechtlichen Gründen. Aber ich kann euch versichern, das funktioniert. Ich habe das schon ausprobiert. Auch hier, ganz wichtig, alles, was ich euch zeige, funktioniert beim Fahren. Und da möchte ich euch wirklich sagen, benutzt das wirklich mit Bedacht. Denkt darüber nach, ob ihr das wirklich wollt. Zur Bespaßung der Kinder alles okay, aber gerade als Fahrer sollte man sich davon wirklich nicht ablenken lassen. Das könnte wirklich gefährlich sein. Beim Stehen oder so im Stau eine geniale Sache, kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, jetzt haben wir also euch alles gezeigt, was man so ein bisschen mit dem Handy anstellen kann. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht diese Apps wie Spiegeln, YouTube und Netflix wollt, dann wieder ganz normal die Bluetooth-Verbindung herstellen und das WLAN ausschalten. Dann braucht ihr das eben, wie gesagt, für CarPlay dann nur noch Bluetooth. Aber es gibt noch ein paar weitere Funktionen, die ich euch nicht vorenthalten will. Fangen wir mal an mit den zusätzlichen Funktionen. Also ihr könnt natürlich hier ganz genauso auch die Telefonfunktion nutzen. Schaut nicht ganz so schick aus wie bei CarPlay. Also es ist einfach nochmal doppelt, wenn man nicht im CarPlay-Menü drin ist. Wir können auch hier Musik abspielen. Man hat einen eigenen Dateimanager. Also man kann da auch einen USB-Stick mit was weiß ich alles drauf abspielen. Wir haben wirklich eigentlich alles drin, was ein normales CarPlay auch kann. Aber man kann eben auch Videos abspielen. Das finde ich auch noch ganz interessant. Vielleicht habt ihr ja so eine kleine, ich sage jetzt mal, Videosammlung zu Hause. Also ihr wollt das ganz bewusst nicht von eurem Telefon streamen, um da Datenmaterial zu verbrauchen, sondern ihr habt einfach eine schöne Datenbank zu Hause und wollt euch das angucken oder den Kindern irgendwelche Videos vorspielen. Gar kein Problem. Ihr braucht dazu nur einen USB-Stick. Ich habe mal einen vorbereitet. Und diesen USB-Stick, den steckt ihr nun in diesen Anschluss hier hinten, über dem dann auch die Firmware-Update oder die Tastatur angeschlossen wird. So, und das machen wir gleich mal. Na, andersrum. So. Viel mehr ist es gar nicht. Und dann öffnet sich hier auch gleich schon mal der sogenannte Media Player. Hat folgenden Hintergrund. Grundsätzlich ist es ja so, dass ihr meistens mehrere USB-Anschlüsse im Auto habt. Das heißt, wenn ihr dann auf einem USB-Stick eure Musik habt, dann hättet ihr jetzt noch einen Platz frei. Aber es gibt auch Autos mit nur einem USB-Anschluss. Und dann ist es natürlich schade, wenn man die Box angeschlossen hat. Dann könnte man seinen Musikschlag nicht mehr benutzen. Und dann könnt ihr jetzt entweder hier auf dem USB-Stick eure Lieblingsmusik drauf machen, eure Videos. Ihr könnt sie theoretisch auch auf die Box drauf kopieren. Bei dem USB-Stick gibt es zu beachten bis maximal 128 GB. Und die Formatierung sollte, das nennt man FAT32 oder EXFAT sein. Das heißt, das ist ganz wichtig. Es gibt noch ein anderes Format, das nennt sich NTFS. Das kann diese Box nicht lesen, aber grundsätzlich ist das relativ gängig, FAT32 und EXFAT. So, das so ein bisschen Technik nebenbei. Wir gucken mal ganz kurz wieder zurück. Den Media Player brauchen wir jetzt nicht, weil wir wollen ja keine Musik hören. Wir wollen gerne Video schauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Video und hier scannt er erstmal, was haben wir. Wir haben den internen Speicher und dann haben wir noch den USB. Und hier seht ihr schon mal, haben wir 5 Videos. Der Stick heißt ein bisschen komisch, deswegen ist jetzt diese Zahl hier. Und ich gehe jetzt einfach mal auf meinen Stick. Und dann fängt er hier schon mal an, das Ganze abzuspielen. Auch das ist ein Video von uns. Ich gehe mal hier kurz auf Pause, es funktioniert ganz genauso. Und hier habt ihr dann die Auflistung der verschiedenen Filme. Ich habe euch hier auch mal die verfügbaren Formate angezeigt. Und es gibt tatsächlich ein Format, was er nicht abspielt. Das ist allerdings auch das eher, ja, sag mal, das ältere Format. Das ist ein typisches Windows-Format. Also diese AVI-Dateien. Das ist so, dass hier das Auto dann nur den Ton abspielt, aber kein Video. Ihr könnt 3GPP, das ist so ein mobiles Format, FLV, MPEG, WMV, das funktioniert alles hervorragend. Was ich allerdings an dieser Stelle schon festgestellt habe, dass es teilweise einen leichten Zeitversatz gibt. Das solltet ihr also beachten. Ich finde es nicht, sage ich mal, nicht lästig, also ist nicht schlimm. Man braucht es nicht ganz perfekt synchronisiert, aber ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel das Video eben und die Sprache im Auto so ganz leicht zeitverzögert ist. Das kann natürlich auch mit der Datenverbindung dann zusammenhängen oder vielleicht ist mein USB-Stick auch nicht schnell genug. Aber wie gesagt, hier eine tolle Sache ohne Datenvolumen. Jetzt einfach mal Videos gucken. So, und ich hatte es euch ja auch schon versprochen. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze dann auch noch bei eurem Auto komplett, wenn ihr kein Touch-Display habt, bedienen könnt. Da habe ich auch was vorbereitet für euch, und zwar hier im Handschuhfach. Eine kleine Tastatur, die ist mir noch beim Einkaufen von dieser Box in die Hand gelaufen. Die fand ich eigentlich so praktisch, weil sie einfach super klein und schnuckelig ist. Und das ist eigentlich genau genommen nicht einfach eine Tastatur, sondern es ist eine Tastatur und ein Touchpad gleichzeitig. Ich zeige euch das mal. Das ist wirklich ziemlich kompakt, ungefähr so groß wie meine Hand.
Ihr habt hier eine typische Tastatur. Ich würde sagen, von den Tasten ein bisschen größer wie ein Handy. Und hier habt ihr ein Touchpad, hier habt ihr sogar ein Scrollrad und die typischen Tasten wie Home und so weiter und so fort, Lautstärke. Also ihr könnt echt super viel mit dem Teil machen. Hinten dran haben wir dann den Akkufach. Mache ich mal auf. Und hier ist dann so ein typischer Tastaturdongel da. Also wir haben eine Wireless-Verbindung, kein Kabel natürlich. Lithium-Akku, der sollte auch ziemlich lang halten. Und das Ganze kann man dann auch einfach über den USB-Anschluss von eurem Auto immer wieder laden. Müsst ihr also keine Batterien nachkaufen. Ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich anschließen. Das heißt, hier tue ich jetzt einfach mal meine Videos raus und schließe jetzt hier mal diesen Dongle an. Zack. Viel mehr müsst ihr da eigentlich auch nicht machen. Keine Treiber installieren, irgendwas. Ich habe den Akku jetzt von diesem Gerät einfach mal geladen. Gehe jetzt hier auf Anschalten. Ist auch schon verbunden. Lasst uns mal gucken. Echt eine witzige Sache. Habe ich so auch noch nie erlebt. Und wenn ich jetzt hier, seht ihr das? Habt ihr sogar einen richtigen Mauszeiger. Das heißt, ihr könnt sogar die Geschwindigkeit hier von dieser Maus einstellen. Ihr habt diese ganzen Gesten, die ihr auch vom PC kennt. Ihr könnt jetzt hier einfach in die Einstellung gehen, entweder drauf tippen oder zum Beispiel auch hier, ja, könnt ihr auch scrollen. Also all das, was ich euch davon zeigte, ihr könnt hier dann einfach ins Menü reingehen. Ihr könnt auch die linke Maustaste hier nutzen und dann könnt ihr das wirklich eintippen, ohne dass ihr hier eine Touch-Funktion habt. Wenn ich habe das wirklich auch schon mal ja, versucht, hier ein WLAN-Passwort einzugeben ohne Touch-Funktion. Es hat entweder nicht funktioniert oder wirklich ein Krampf gewesen, ganz ehrlich. Also da möchte ich so eine Tastatur im Auto nicht missen und so häufig braucht man es dann auch wieder nicht. Also von daher finde ich so ein kleines portables Teil eigentlich ganz schnuckelig. Ich glaube, das hat irgendwie 15, 16 Euro gekostet. Also das nimmt man einfach mal so mit. Also ich glaube, da brauche ich dann gar nicht mehr so viel jetzt die ganzen Systeme erklären. Mit der Tastatur funktioniert es wirklich reibungslos. Schaltet sie natürlich aus und hält das Ganze auch eine Zeit lang. Könnt ihr einfach ins Handschuhfach reintun. Also das mal an der Stelle auch noch zu sagen. Ja, und was, wenn ihr jetzt vielleicht an dieser Stelle denkt, ja toll, jetzt hat er uns mal so ein Produkt vorgestellt. Und wo kann man das denn eigentlich bekommen? Und da empfehle ich euch tatsächlich ja am besten, den Hersteller selber nicht zu nehmen, weil das Ganze dann meistens aus China gesendet wird. Ich würde eigentlich das Ganze eher über Amazon laufen lassen. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, es zu Hause bei eurem Auto zu testen. Seid ihr zufrieden, behaltet ihr es. Wenn es nicht passt, kann man es relativ einfach zurückschicken. Und falls ihr dann wirklich merkt, dass zum Beispiel euer Auto nicht unterstützt wird, dann ist es auch gar kein Thema. Wir verlinken euch wie immer unten die Produkte in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr einfach draufklicken, euch noch ein bisschen informieren. Die Preise, die euch da angezeigt werden, sind die ganz normalen entsprechenden Verkaufspreise. Ihr zahlt absolut keinen einzigen Cent mehr. Allerdings, wenn ihr das Produkt dort kauft, dann unterstützt ihr ein bisschen unseren Kanal. Das freut uns natürlich auch sehr, dass wir diese Videos für euch produzieren können. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesen Produkten habt, schreibt es wie immer in die Kommentare rein. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Videos dazu haben wollt, gerne auch. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Freut uns natürlich immer sehr. Abonnieren nicht vergessen, Glocke drücken nicht vergessen. Dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und dann sehen wir uns natürlich wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.